Ich könnte ihn mit 400 Euro beleihen. Die hohe Inflation in Deutschland bringt viele Menschen in akute Geldnot. Um über die Runden zu kommen, entscheiden sich immer mehr, ihr Hab und Gut zu verpfänden. Die Wertsachen werden hinterlegt, die Pfandhäuser bieten den Kunden ein Darlehen. Es ist sehr schwierig, allein die Preise, man kann sich einfach nichts mehr leisten. Einkaufen ist Katastrophe. Ich habe Kinder und die müssen natürlich auch versorgt werden. Also muss ich leider meinen geliebten Staubsaugerhalb abgeben. 50, 300, 50, 400. Bitte schön. Ein Pfandhaus ist wie eine Bank auch ein Indikator für die wirtschaftliche Lage in einem Land. Während die Beantragung eines Kredits bei einer Bank nicht für jeden möglich ist und obendrein viel Zeit kostet, bekommt man in einem Pfandhaus sofort Geld. Man gibt eine Wertsache als Pfand und zahlt es innerhalb weniger Monate mit Zinsen und Lagerkosten zurück. Bitte schön. Ciao. So einen hohen Anstieg hatten wir noch nie vorher. Wir hatten zwar auch immer Anstiege, wie damals bei der Finanzkrise oder so, aber jetzt in so einer kurzen Zeit, also man merkt es, es sind die wirtschaftlich problematischen Zeiten im Moment. Durchschnittsverdiener und die sogenannte Mittelschicht greifen zunehmend auf solche Lösungen zurück. Wie Herr Blumenthal, der kürzlich sein Restaurant schließen musste. Für meine Verpflichtung, die ich eingegangen bin, die ich jetzt auslösen muss, Ende des Monats. Und ich brauchte 8.000 Euro. Herr Blumenthal gibt jetzt sein Auto an das Pfandhaus Bode ab und bekommt dafür Bargeld ausgezahlt. Und dann bleibt am Ende Pfandleihhaus übrig. Wenn du noch was zu verpfänden hast.